Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese erste Woche im Monat August für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Hinter dem Deck habe ich ein Puppe der Münzen. Irgendwie gibt es hier ein Kind. In manchen Fällen, Stier, wir reden hier über ein Kind. Es ist sehr interessant, weil. Wow, schau mal hier, Puppe der Münzen, Puppe der Stäbe. Ich habe hier schon das Gefühl von Kindern. Oder jüngere Energien oder irgendwie ist hier schon zu spüren. Du siehst ja, in der Mitte habe ich auch eine Königin der Münzen. Ich habe hier eine Mutter, ein Kind. Familie sieht man hier, aber man sieht natürlich diese Situation von Mutter-Kind, ja. Sehr stark zu spüren. Schau mal jetzt, Stier, welche Karten für dich gekommen sind. Zwei der Schwerter, die Königin der Münzen, also Stier, Steinbock, Jungfrau, sehr präsent bei dir. Es kann natürlich unabhängig von diesen Sternzeichen, kann wirklich für, ja, für eine Mutter tatsächlich reden, für eine Langzeitbeziehung. Oder irgendwie musst du schauen, wer diese Energie für dich spricht. Weil in manchen Fällen bist du selbst die Energie. Ja, zehn der Stäbe. Stier. Irgendwie, man sieht hier wieder eine Situation, die sich kompliziert fühlt vielleicht. Etwas, wo man, wo du vielleicht auch viel zu tun hast oder genau, dich müde fühlst. Also es gibt hier ein Gefühl von Müdigkeit, sich müde fühlen oder eine Situation, wo man nicht mehr, die man nicht mehr ertragen kann. In manchen Fällen, Stier, hat das mit Arbeit zu tun. Mit irgendwie einer Art von Arbeit oder wo du einfach viel zu tun hast, ja? Es ist eine komplizierte Situation, sehe ich hier, Stier, weil irgendjemand tatsächlich versucht, sich hier zu schützen, ja? Also ich versuche mich hier zu schützen. Irgendwie. Es gibt hier eine gewisse Blockade. Zwei der Schwerter zeigt ja eine Blockade und irgendwie eine Situation, wo man nicht mehr kann. Das wäre das Wort. Ich kann einfach nicht mehr in eine bestimmte Situation. Und man möchte hier loslassen oder man sollte eigentlich loslassen. Ich schaue mal weiter. Ist interessant mit diesen natürlich Puppen. Ich sehe viele Puppen hier. Es können Freunde sein, Bekannten, Familie, Arbeitskollegen, aber ich sehe viele jüngere Energie bei dir. Natürlich könnt ihr über Altersunterschied reden und deswegen die Situation spürt sich kompliziert. In manchen Fällen. Interessante Energie, Stier. Wow, qué fuerte. Wow, 10 der Münzen. Tatsächlich gibt es hier etwas, was mit der Familie vielleicht zu tun hat oder mit einer bestimmten finanziellen Situation, etwas, was mit Geld zu tun hat. Das ist hier sehr stark zu spüren. Du siehst ja, ich habe 10 der Münzen und ich habe 10 der Stäbe. Die Nummer 10, 10 wiederholt sich bei dir. Und ich rede hier über Veränderungen, tatsächlich. Also Veränderungen einfach. Und das hat sehr stark mit Familie zu tun. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Irgendwie.
Schau mal jetzt, Stier, in der Mitte für deine Legung habe ich erste Münzen. Ich glaube bis jetzt die beste Legung, die beste Energie, ehrlich gesagt. Erste Münzen. Ich meine, wir reden hier schon über ein Ende und über einen Anfang. Du siehst ja, es gibt hier eine Situation, die sich verändert. Zumindest man spürt hier, egal in welchem Bereich in deinem Leben, eine neue Situation. Etwas, was sich neu fühlt. Wir können über neue Verträge oder über einen neuen Partner, eine neue Person oder sonst ist das hier, also wir reden über viel Reichhaltigkeit auch. Vielleicht sogar Geld, Stier, was du bekommst oder was du erwartest. Wir reden natürlich über eine neue Situation. Es kann sogar mit einem neuen Vertrag, neue Verträge zu tun haben. Also ist interessant die Energie. Sehr interessant sogar. Schau mal bitte hier. Siebente Schwerter, erste Münzen, Königin der Münzen. Ich sehe deine Energie hier, Stier. Ich sehe dich hier. Diese Königin der Münzen, in manchen Fällen bist du für mich. Du weißt, wir reden über Energien. Es kann eine Frau wie ein Mann sein. Ich sehe bei dir eigentlich viel Reichhaltigkeit in Bezug Finanzen, Geld ist viel Reichhaltigkeit zu spüren. Finanziell gesehen gibt es hier diese Stabilität. Ja? Und aber du musst schauen, welche Menschen du um dir hast. Es gibt hier ein siebentes Schwerter. Ob das diese Personen mit der Familie auch zu tun haben. Die Familie ist nämlich sehr präsent auf dem Tisch. Es gibt hier gewisse Strategie oder Menschen, die vielleicht dein Geld wollen, Stier. Oder eine Person hier ist... Eine Person hier möchte entweder klauen, Geld klauen, also Entschuldigung, Stier, es klingt schon hart, aber ich meine jetzt, ich sage es so, wie ich das sehe, weil manchmal resoniert doch tatsächlich mit jemand, ja, aber tatsächlich sehe ich hier eine Person, Stier, die entweder dein Geld möchte tatsächlich, nur nach deinem Geld ist, oder gewisse solche Interesse. Hier sehe ich solche Interesse. Tatsächlich. Ich weiß, interessant, was ich gerade sage, ne? Aber ich sehe hier eine Person, die eigentlich dubios ist. Ja, eine dubiose Energie sehe ich hier schon, Stier. Eine dubiose Energie, die irgendwie du nicht vertrauen kannst. Also es gibt hier eine Energie, die du nicht vertrauen kannst. Ich meine, jetzt verstehe ich, warum diese zweite Schwerter. Es gibt tatsächlich hier, Stier, eine Energie, die du nicht vertrauen kannst. Es gibt hier gewisse strategische Handlungen. Deswegen ist diese Blockade hier. Deswegen ist diese Blockade hier und du willst tatsächlich kein Geld mehr weglassen. Also du willst kein Geld mehr weggeben. Willst du nicht? Du willst kein Geld mehr geben. Warum? Weil du einfach es satt hast von Menschen, die tatsächlich dich nur ausnutzen. Es gibt Menschen, die möglicherweise dich ausnutzen, Stier. Und du willst das nicht mehr. Möglicherweise du distanzierst dich von diesen Menschen. Und wir können hier über Familie reden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Du entfernst dich, distanzierst dich von Konflikten. Von Konflikten tatsächlich, was mit Arbeit oder mit Geld zu tun hat. Es hat viel mit Geld zu tun, was wir hier haben. Und es gibt hier eine gewisse Ausnutzung. Aber Stier, ich weiß, man will manchmal das nicht hören, aber du weißt schon, es gibt eine Ausnutzung, wenn ich das zulasse.
Ja, wenn ich bestimmte Situationen zulasse oder erlaube, gibt es natürlich Ausnutzungen. Was ich damit sagen möchte, ich bin genau so verantwortlich dafür. Ich bin verantwortlich dafür, dass manche Sachen in meinem Leben geschehen oder nicht. Ich bin die erste Verantwortliche da. Ja, einmal kann schon passieren, bis man, ja, zweimal kann natürlich passieren, dreimal natürlich auch, bis man das lernt, aber irgendwann wird es schon zu viel werden, oder? Meinst du nicht, Stier? Es gibt eine deutliche Ausnutzung und nimm das so, wie es für dich in Resonanz kommt. Aber es ist nicht richtig, was ich hier sehe. Es ist nicht fair und es ist nicht gerechtigt, ja? Es ist nicht schön. Also ich sehe hier diese gewisse Ausnutzung von Menschen, Bekannten, Freunden, obwohl für mich wären das keine Freunde, aber gut, damit du es verstehst, was ich meine. Ja, oder Familie, tatsächlich, Kinder, natürlich. Kinder, nicht mal, also es könnte sogar für Kinder reden. Ja. Ich sehe hier mehrere Menschen. Stier, ich sehe mehrere Personen. Mehrere Personen. Schau mal hier bitte. Deine Legung ist stark interessant. Schau mal. Fünfte Stäbe, siebente Schwerter, erste Schwerter. Deutlich. Deutlich, dass du diese erste Woche, Monat August, einen Schluss machst. Du machst einen Schluss mit einem nochmals Ausnutzung und über diese Ausnutzung habe ich bei dir schon oft das gesprochen. Aber ich weiß, wie schwer das fällt. Ja, ich weiß, wie kompliziert das ist, wenn wir zum Beispiel über eigene Kinder reden, erwachsene Kinder, versteht man ja, oder Bekannte, Freunde oder sogar Familie. Es fällt sehr, sehr kompliziert. Aber die Sache ist, irgendwann wird es schon gut sein. Ja, du bist verantwortlich dafür. Genau. Du bist nicht ein besserer Mensch werden oder sein, weil du das ganze, deine ganze Energie gibst, von dir gibst, ob das Geld ist oder Zeit oder wie auch immer, und für den anderen und für dich nichts übrig lässt. Ja? Du lässt für dich nichts übrig. Du gibst den anderen immer alles, ob das, wie gesagt, Geld oder Zeit oder wie auch immer ist, und du behältst für dich gar nichts. Es gibt hier eine Ausnutzung und deswegen wirst du auch keine bessere Person werden, Stier. Du wirst keine bessere Person werden, weil du das machst. Menschen gewöhnen sich dran, dass du das immer wieder machst. Die gewöhnen sich tatsächlich dran, dass du immer wieder das machst und die werden gar kein Verständnis haben, wenn du das nicht mehr machen möchtest. Die nehmen das schon als selbstverständlich. Es kann möglich sein, dass du mit Sternzeichen Zwilling zu tun hast. Zwilling oder Waage, sehr stark, Sternzeichen Waage, sehr stark bei dir präsent. Es kann natürlich Zwilling sein oder Wassermann sein. Aber ich sehe diese Situation schon von Ausnutzung. Und ich sehe hier einen Schluss mit diesem Spiel gibt es einen Schluss. Du willst diese Situation nicht mehr. Es gibt hier Menschen, die dich lügen, die dich klauen möchten, die dich auf den Arm nehmen möchten. Stier. Ehrlich, ich sage es dir ganz ehrlich. Es gibt hier entweder mehrere Personen oder eine bestimmte Person. Nimm das so, wie es für dich in Resonanz kommt. Nochmals muss ich die Familie hier nennen. Aber ich kann dir halt wirklich sagen, Freunde natürlich auch, Bekannten. Ich muss dir sagen, es gibt hier Menschen, die dich wirklich umarmen nehmen wollen. So würde ich das nennen. Stier, Schluss mit dieser Situation, oder? Und schau mal bitte. Also, erste Schwerter, Königin der Schwerter, zehnte Stäbe. Tja. Und dann man sagt zu mir, ich wiederhole mich ständig, aber was soll ich denn hier sagen? Es ist immer wieder das Gleiche. Es gibt hier schon mittlerweile eine sehr mentale Energie, die einen Schluss macht. Und das bist für mich du. Es gibt hier eine mentale Energie, die hier einen Schluss macht. Und das bist du. Dass du trotzdem tatsächlich mit einem Luftelement zu tun hast. Waage, Wassermann oder Zwilling zu tun hast, das ist sehr stark hier zu spüren.
Aber man setzt mittlerweile hier Grenze. Ich setze Grenze. Warum setze ich Grenze? Weil das ist hier fast wirklich praktisch ein Gefühl von, du möchtest mich tatsächlich umarmen oder wie. Also es gibt hier eine Person, die mit dir spielt. Es gibt hier eine Klarheit. Eine Person bekommt hier jetzt Klarheit und Licht. Und dementsprechend handelt man auch. Ja? Ich handle jetzt dementsprechend auch. Denn ich sehe hier dieses Gefühl von nochmals, du siehst ja, aus den Münzen in der Mitte. Also Geld ist hier zu sehen. Und das, dieses Hauptwort hier bei dir wäre dieses Finanzielle, dieses Geld ist hier zu spüren. Und irgendwie Menschen, die tatsächlich das von dir hauptsächlich wollen. Ja? Eine komplizierte Situation bereits schon, stehe eine sehr komplizierte Situation schon hier zu sehen. Und nochmals eine Entscheidung, die man trifft, Grenze, die man setzt. Und man spürt hier jetzt eine kalte Energie. Und wenn ich dir ehrlich bin, diese kalte Energie für mich gerade bist du. Du bist die Person, die jetzt sagt, ich lasse los. Ich kann nicht mehr. Ich spüre hier tatsächlich eine Art von, ich möchte mich nicht grob ausdrücken, aber ich könnte hier wirklich ein Schimpfwort jetzt sagen. Ja, ich kann nicht, ich möchte nicht unbedingt. Ja, aber es gibt hier schon ein Gefühl von, ja, du weißt schon. Ihr möchtet mich tatsächlich veräppeln hier oder wie? Man lässt los. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung das hier ist, aber man lässt los. Man kann hier nicht mehr. Es gibt hier eine Ausnutzung, die durch vielleicht eine bestimmte Person, eine Frau, einen Mann kommt. Und nochmals ein Kind, wie ich dir vorher gesagt habe jetzt, und diese Situation fühlt sich hier nicht ehrlich und jemand möchte hier manipulieren. Und jemand möchte dich hier irgendwie klauen, das habe ich dir ja gesagt, wie ich das gefühlt habe. Es gibt hier einen Feind, Stier. Es gibt hier in deiner Umgebung gibt es einen Feind. Du nimmst das jetzt, wie du möchtest, ja? Vielleicht resonierst du auch nicht damit, aber ich sehe einen Feind hier in deiner Umgebung. Es hat hier mit einer finanziellen Situation zu tun. Entschuldigung, meine Pause, aber das ist, was ich bei dir sehe, Stier. Und nimm das so, wie es du in Resonanz kommst, wenn du überhaupt in Resonanz kommst. Es kann sein, dass du gar nicht in Resonanz kommst. Aber ich sehe diese Situation hier. Nochmals, mehrere beteiligte Kompetenzen sieht man hier. Ich habe immerhin zwei Königinnen. Königin der Münzen, Königin der Schwerter. Ich habe sogar zwei Puppen. Und ich habe einen zweiten Schwerter. Du siehst ja, ich sehe trotzdem jetzt hier zwei Energien überall und tatsächlich eine Situation hier fühlt sich kompliziert, schwer. Und man will hier loslassen und tatsächlich habe ich hier zwei Ass. Ass der Münzen, Ass der Schwerter. Zwei positive Karten, die mit Erfolg verbunden sind. Zwei Karten, die mit Erfolg verbunden sind. Für dich. Unabhängig von diesen Menschen, die du und dir hast, die dir eigentlich das Leben nur schwer machen wollen oder komplizierter machen. Unabhängig davon, ich sehe den Einfluss, den ich hier bei dir spüre, Stier, ist positiv. Damit musst du jetzt für dich es behalten. Es gibt hier eine positive Energie am Ende, weil du etwas bereits verstanden hast. Du hast verstanden, dass du hier loslassen musst.
Ob das jetzt mit Arbeit zu tun hat oder mit einer Situation in deinem Leben, was dich belastet, du musst loslassen, weil sonst nochmals, es zeigt sich hier eine dubiose Situation mit anderen Personen. Und das hast du schon verstanden. Das hast du schon verstanden. Du setzt Grenze tatsächlich. Und möglicherweise du machst einen Schluss mit einer bestimmten Situation, was mit Geld zu tun hat, mit Menschen zu tun hat. Ja, dieses Loslassen ist da. Ich sehe hier Eigentum, Stier. Ja, Ass der Münzen spricht auch für Eigentum. Irgendwie ist hier zu spüren. Aber diese Konflikte sind ja da. Nochmals, wie ich dir gesagt habe, mit anderen Personen. Aber eine Situation ist bereits vollendet. Also es gibt hier eine Situation, die sich verändert. Ja. So sehe ich das nämlich, ja? So sehe ich das nämlich. Diese Situation hat dich möglicherweise sogar in manchen Fällen sogar krank gemacht oder wenn nicht, du hast dich zurückgezogen oder irgendwie Abstand genommen von einer bestimmten Sache, weil tatsächlich diese Blockade ist hier ja zu sehen. Und diese Konflikte und irgendwie ist kompliziert, die Energie, die sich hier wegen anderen Menschen zeigt. Ich meine, ja, Stier, es hat direkt nicht mit dir selbst zu tun, sondern mit den Menschen, mit denen du dich zusammentust, die Menschen, mit denen du zu tun hast. Es zeigt sich eine komplizierte Energie. Und ja, ich habe hier das Gefühl von Abstand halten zu wollen, Distanz, Grenze setzen und tatsächlich Schluss machen. Wirklich. Ja, und jeder von uns weiß ja, in welcher Situation sie sich befindet. In manchen Fällen rede ich über einen Ex. In manchen Fällen, ja, über einfach Familie. Sogar Kinder, erwachsene Kinder in manchen Fällen. So wie es für dich in Resonanz kommt, Stier. Ich sehe nur, dass diese bestimmte Ausnutzung, die du hier spürst und fühlst, hat ein Ende. Das ist, was ich sehe. Es hat ein deutliches Ende. Also habe Geduld, halte durch, tatsächlich, Stier, halte durch, weil das hier ist ein klares Ende in deiner Situation. Ja? Und man merkt, du kannst nicht mehr, du fühlst dich müde, du kannst nicht mehr, aber es zeigt sich hier ein klares Ende. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt hier ein klares Ende von einer bestimmten Situation. Endlich mal ein Ende. Stier, das ist, was ich für dich sehe. Also keine so richtige, du wirst sehen, wie du mit der Energie in Resonanz kommst, aber die Energie ist deutlich, ja? Es gibt hier eine deutliche, klare Energie. In manchen Fällen, wir reden ja über eine Scheidung, eine Trennung, eine Scheidung, sogar in manchen Fällen juristische Kommunikation und alles. Und es hat wirklich mit hier diese Scheidung zu tun. Eine deutliche, klare Scheidung. Aber Stier, für dich nochmals, Ass der Münzen. Wir reden über eine neue Situation, die dich glücklich macht tatsächlich. Für manche einen Umzug sogar. Für manche, natürlich nicht für alle. Aber ich rede ja hier über Eigentum. Und eine Situation, die müde jetzt auch gemacht hat, ja, die sehr extrem müde gemacht hat. Naja, also Stier, du wirst schon sehen, wie du in Resonanz kommst überhaupt. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke für deine Likes, deine Abos und wir sehen uns am Montag. Dankeschön, Stier. Tschüss.